Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Delph Alpha Vorschau Video. Wir sind heute im Erdsturz unterwegs, warum das Ding so heißt, konnten wir gerade schon sehen und haben hier wieder diese Cobis-Verhexung. Cobis, das sind diese Jinyu-Anglerfisch-Kollegen, die in den Tiefen lauern und dich mit ihrem Licht anlocken. Und die haben uns so verhext, dass wir nicht mehr schwimmen können. Darum müssen wir, wie gewohnt, wie auch in der letzten Delph, auf dem Boden laufen und haben, wenn überhaupt, diese wilden Astronautensprünge hier, ne? So ein bisschen kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für den Paladin mäßig. Und wir sind wieder mit dem Templer drin, den spiele ich momentan einfach am liebsten. Das ist auch von Anfang an eins der Heldentalente gewesen, die schon richtig funktionierten, ne? Andere sind nach wie vor drin und skalieren ganz weird oder du skillst die Sachen und die procken einfach nicht, ist eben Alpha. Ja, deswegen sind da die Tests auch noch nicht so ausführlich bei vielen, wie wir es gerne hätten. Aber Blizzard ist sicherlich dran und da wir jetzt ja in der Alpha auch alle Zonen offen haben, die Kampagnen spielen können, alle Dungeons, Nebenquests, Delphs und so offen sind, haben wir diese Testphase ja eigentlich gut am Laufen. Bedeutet in nächster Zeit bestimmt auch mehr Feintuning für solche Klassengeschichten. Wir müssen natürlich, wenn wir kein Glück haben mit dem Bonus, den wir hin und wieder ziehen können aus Kisten oder von Mini-Events, von Rare-Mobs oder wo nicht überall, da müssen wir ein bisschen auf unsere Atmung aufpassen. Da haben wir manchmal so Schächte, aus denen solche Blasen aufsteigen. Da sollten wir auch reinhüpfen, ne? Das haut uns immer wieder den Atem nach oben. Und hier habe ich gerade gemerkt, dass ich gar nicht schnell plündern anhabe. Mich so ein bisschen gewundert, warum zum Teufel haben wir hier immer noch da drum geglitzert. Ja, so konditioniert ist man mittlerweile, ne? Aber jetzt habe ich es geschnallt. Kurz mal klicken. Let's go. Wir haben es gerade gesehen, wir müssen hier eigentlich Entführte retten und das sind Sprünge, die für meine Tiefseephobie nicht gerade gut sind, aber hey. Und diese Entführten, die dienen manchmal auch einfach nur als Köder. Ja, wenn man genau hinschaut, dann sieht man die Cobis manchmal hinter denen stehen, wie die sich verstecken. Und wenn wir dann versuchen, den Kollegen zu retten, dann schlitzen die den einfach auf und springen uns als Nächsten an. Interessante Verkettung der Ereignisse. Nebenbei sollte man tatsächlich immer ein bisschen gucken, was Bran so macht. Manchmal baut er einfach Erze ab und wirft die einem zu. Manchmal findet er tatsächlich Schätze, gräbt ein bisschen was aus. Oder wie hier, geht full SpongeBob und macht erstmal entspannt Lagerfeuer unter Wasser. Also auch das kann man natürlich machen. Wir sind weiter im Rettungsmodus und werden, vielleicht habt ihr es an Titel und Thumbnail schon gesehen, hier einen alten Bekannten finden. Nicht nur diese wunderbare Blase, die uns jetzt dauerhaft atmen lässt, solange wir nicht sterben, dann platzt die nämlich, GG, sondern wir finden auch etwas, was zu Jumpscare-artigen Erscheinungen führen könnte. Und da freue ich mich schon besonders drauf, weil mich hat das kalt erwischt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie die ersten Tage auf Twitter und im Forum zu diesen Mechaniken so aussehen werden. Ansonsten, Templer-Paladin vielleicht nochmal ganz kurz, das läuft über unsere Aschenwelle. Und wenn wir die genutzt haben, dann wird die zu so einem Atomschlaghammer, den wir dann auch wieder mit ein bisschen heiliger Kraft benutzen können. Also eine Art gewertete oder besser gesagt aufgewertete Mechanik von unserer Aschenwelle dazu bekommen. Bran Kirschen hat jetzt hier sogar einige von diesen Cobis. Warum nicht, ne? Wenn das Messer einmal in der Hand liegt, Junge. Messer rein, Gedärme raus und Haut ab, here we go. Und diesen Hammer, den können wir dann runterkrachen lassen und mit verschiedenen Perks eben verbessern, dass er noch fett aus spreadet, dass er noch weitere kleinere Hämmer irgendwie runterfallen lässt und macht einfach eine Menge Bock, sieht geil aus und macht auch eine Menge Schaden. Ja, Wiederbelebungspunkt sollte man natürlich immer freischalten, den erkennt man an diesem kleinen Ruhestein und dann haben wir die nächste Phase auch schon gewuppt. Und dann habe ich mich gewundert, weil dieses Ding dort geradezu ein Stück links, das erinnert mich an Schreine der Cobis, die kennen wir aus der offenen Welt und die sollten wir eigentlich immer alle zerstören, während wir jetzt hier auch von der perversen Cobis-Magie so ein paar Abbilder vorgesetzt bekommen. Wir bekämpfen uns ein bisschen selber, ist wie Therapie und here we go again. Habe ich direkt die perfekte Position gewählt, das machen wir nochmal ohne diesen komischen Algenhallen da im Bild. Und tatsächlich direkt ein bisschen Nasjata-Feeling. Ja, es gibt auch ähnliche Rätsel in der offenen Welt, die mich ein Stück weit ans erste Bioshock erinnert haben, wo man da auch bei den Hacks immer irgendwie mit den Flüssigkeiten hin und her tarieren und skalieren musste. Und ist an sich
bisher schnell gemacht gewesen. Ja, es gab jetzt noch kein Rätsel, wo ich dachte, boah, so eine Scheiße, da stehst du dann irgendwie stundenlang. Aber ich kenne genügend Leute, die einfach null Affinität für solche Rätsel besitzen. Ja, egal wie simpel die sind, die kommen damit einfach nicht klar. Ist ja gar nicht schlimm. Hat jeder seine Stärken und Schwächen, ne? So wie es meine Stärke ist, irgendwelche Viecher hier aus der Tiefsee einfach dazu zu pullen. Und andere haben dann halt Probleme mit irgendeiner Add-Mechanik, ja, oder haben Probleme, Voids rechtzeitig zu sehen. Und darum können diese lustigen Auflockerungselemente vielleicht auch dazu führen, dass du einfach sehr frustriert bist. Und immer wenn die auftauchen, ist das automatisch deine Hass-Delve. Darum bin ich gespannt, wie es Alpha-Feedback da aussieht und ob wir dazu vielleicht noch die ein oder andere Veränderung sehen werden. Aber ich finde es an sich persönlich eigentlich ganz cool, gerade im Gruppenspiel, wenn du dich vielleicht so ein bisschen aufteilst, ja, und sagst, hey, wir wollen das Ding schnell und sauber durchrocken, ne, vielleicht, wenn man sich trifft, schon mal noch Zeit hat bis zum Raid oder so, und dann sagst du eben, pass auf, zwei kümmern sich irgendwie um die Versorgung, ja, die öffnen die Kisten, die holen die Boni, die retten die Leute und die machen eben diese Rätsel, die anderen preschen schon mal vor, pullen alles zusammen, ne, ich mache irgendwie beides, da sind auch schon wieder Abbilder mit dazugekommen, Junge, hier ist immer was los in der Tiefe, ja, und darum mag ich solche Elemente eigentlich ganz gern und stelle mir auch das Gruppenspiel dahingehend durchaus nice vor, aber das alles hilft dir natürlich nicht, wenn du da nur böhmische Dörfer siehst, ne, und dir denkst, was soll das hier? Bisschen Kinski-mäßig, was soll das sein? Ja, hau ich ihm in die Fresse, Junge, und dann boxt er einfach die Kiste runter, statt das Rätsel zu lösen. Das weiß ich auch nicht, ob das dann die beste Möglichkeit ist. Vielleicht ist es euch aber aufgefallen, Möglichkeiten und Rätsel hin und her. Wir haben Bran verloren. Ja, auch da erwartet uns gleich etwas, was sowas von Full Alpha ist. Denn natürlich habe ich all das im Nachhinein auch entsprechend gemeldet. Aber wenn man da nicht drauf achtet, und das hatten wir ja auch in der letzten Delve, das Ansprechen des Start-NPCs betreffend, dann können hier Dinge passieren, die dein Vorankommen ein bisschen stören könnten. Ja, und ich habe mich jetzt schon gewundert, Bran, was macht der? Habe mir aber gleichermaßen vorstellen können, dass das einfach zur Mechanik gehört. Ne? Wenn wir jetzt den Ober-Kobis hier stellen, der auch diese Abbilder erzeugt, und Bran sabbelt da hinten auch munter weiter, steht immer noch an dieser Klippe. Und ich dachte, ja gut, vielleicht untersucht er irgendwas, ne? Vielleicht ist er da in Deckung gegangen so und versucht irgendwie seinen eigenen Abbildern zu entgehen, keine Ahnung. Naja, das Ende vom Lied ist aber, wir roffeln jetzt relativ easy diesen Endboss hier auch und aus dem Leben, auch ohne die Boni von Bran, wobei man natürlich sagen muss, dass Paladine sowieso immer ganz gut darin waren und weiterhin sind, solche Sachen auch solo zu stemmen mit den ganzen CDs und auch Selbstheilungen. Naja, und jetzt ging hier eben dieser Bereich nicht auf. GG, also alles geklärt, alles richtig gemacht, Rätsel geschafft und Bran ist trotzdem verschollen. Naja, ich hab's dann irgendwie hinbekommen und bin wieder zurück zu Bran und irgendwann hat er dann wie so ein Magnet, bupp, auf einmal wieder an mir dran gehangen. Und als wir dann allerdings gelootet haben und ich versucht habe, die Delve zu verlassen, bin ich irgendwie über dem Dämmerwald gespawnt und ewig lang, minutenlang runtergefallen. Bis ich dann gelandet bin, am Leben war, zwischen lauter Worgen stand und sogar diesen Wie tief kann man fallen Erfolg bekam. Naja, Alpha-Stuff eben. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch machen die Rätsel nicht direkt verrückt, denn bisher waren alle wirklich super zu lösen. Und wenn man keinen Bock drauf hat, hatte ich jetzt auch noch keins, das irgendwie fürs Vorankommen der Delve unabdingbar war. Und wenn doch, dann packt man halt einen Kumpel ein, der das machen darf. Easy. Bis dahin, Freunde, macht es gut, haut rein und tschau!